Sie gehen? Ich dachte, wir wären fertig. Gut, dann schalten Sie es aus. Sind Sie etwa wütend auf... Da scheinen wir aber irgendwie gar nicht wirklich ranzukommen, ne? Ach, Moment mal. Jetzt vielleicht? Ah ja. Wir sehen das Ding doch jetzt schon. Wieso kommen wir da nicht ran? Ach Mann, wieso denn nicht? So, ich habe keine Ahnung. Bin ich momentan tierisch überfragt. Nee. Auch nichts. Bei. Tja, dann weiß ich auch nicht. Gut, okay. Hier ist gerade schon wieder ein bisschen wenig Licht. Oh. Looking Glass, Status, tralala, Prototyp, Touchscreen, replaced. Simlabs, Morgens Office. Morgens Office. Ist aber der 750. Okay, das ist nur der Bildschirm. Okay. Mhm. 570, nicht 750, das ist 570. Warum ist hier schon alles so finster? Oh, was ist denn da jetzt los? War der vorher schon an? Nee, war er nicht. Ach. Ach, Moment mal. Vielleicht? Aha. Jawohl. Norumat. Und sein Quartier. Alter, das war ein Rätsel. Stimmt ja, er hat ja seine Thermoskanne dahingestellt gehabt. Wir können bald wieder Neuromods mal wieder verteilen. Das machen wir auch gleich noch. Oh. Toll. Ja. Müssen wir da. Das machen wir gleich zum Ende der Folge. War jetzt interessant. Oh, wie kommen wir denn da oben wieder hoch? Wie kommen wir darauf? Ah, nee, so nicht. Was über die Lampen? Bestimmt nicht.
Ach, Moment, Moment. Ha, 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 ha. Toll. So. Und, hepp. Nee, so auch nicht. Hä? Da ist nichts drin, okay. Ah. So. Ja. Ich dachte eben schon, Inventar ist wieder voll. Weil er eben nicht aufgenommen hat, aber gut. Plutsch. So. Na gut, jetzt müssen wir mal langsam mal hier raus. Wo kommen wir hier nochmal hin? Ach ja, hier rein. Okay, da müssen wir nichts machen, glaube ich. Was war da? Leichenhalle, Psychotronik. So, wir sollten irgendjemanden suchen. Moment, wie hieß er nochmal? Weiß ich schon nicht mehr. Joshua? Mal kurz gucken. Josh Dalton, genau. Josh Dalton hieß er. Auf Karte ansehen. Maschinenlabor, da soll er sein. Josh Dalton. Nein. Nicht in Programme, sondern in Besatzung, genau. Maschinenlabor. Nein, der ist nicht im Maschinenlabor. Doch, ist er wohl. Neben Guts ist er. Okay. Ach, weißt du was? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 30 Schuss haben wir davon noch. 152 Ladungen davon noch. Dann wollen wir mal. So. Ist ja unglaublich. Mehrere Ziele. Ja, wir müssen wieder zurück. Waren hier noch irgendwo Räume, wo wir erst noch nicht reinkamen, aber mittlerweile. Jürgen Thorstein. Können wir hier rein? Noch nicht. Wenn wir Glück haben, gleich. Ja, sieht gut aus. Hacker. Oh, was haben wir hier? Materialsplitter. Schlagkalibrierung. Ausdauerkosten, nein. Sicherheit, Lautlos, nee. Kampffokus, ja, wäre ganz praktisch, aber Konditionsschub. Können wir mal einen gleich mal nehmen, glaube ich. Oh. Den sollten wir auch bald machen. Reparatur 3 ist das. Hacker 2, Hacker 3. Stoffwechselboost, Mediziner 2. Moment, wir hatten doch noch irgendwo. Da hatten wir doch noch was. Waffenschmied, genau. Ah, genau, ja, stimmt. Waffenschmied, ja, ja. Gut, Hacker 2 nehmen wir. Damit wir auch ein bisschen in ein paar andere Bereiche noch reinkommen. So, eine Neuromot haben wir noch. Dann nehmen wir für den Konditionsschub. Jawohl. So. Und dann auf ein neues. Oh, weia.
Was? Cool. Minigame. Warum plattert denn das hier so? Warum ist die Scheibe noch heile? Weiß ich nicht. Warum ist hier eine davor? War gar keine. Oder? Das läuft hier. Na gut. Moment. Ach. Aha. Vorratskiste. Naja. Eine EMP-Ladung. Ausgefrorenes Kabel, Rohrzange und Ersatzteile. Müssen wir gleich wahrscheinlich wieder neu einsortieren. Ah, ich verstehe. Gut, Rohrzange können wir gleich demontieren. Weil da haben wir schon was. Zerlegen. Bestätigen. Ja, haben wir hier schon wieder was. Das kann hier noch mit drauf. Der Popstar Energy Drink kann da oben mit hin. Ansonsten hat sich das aber hier wieder gesteckt. Das finde ich gut. So. Dach. Ich bin der Frühling. So. Ja. Ich glaube, das ist der Direktor des Labors. Ja, das war er. Er hat sich wohl über Sie geärgert. Meinst du? Bedauerlich. Naja. Kann mir aber auch egal sein. So, wir waren übrigens schon lange nicht mehr an irgendeinem Recycler. Fällt mir gerade ganz entsetzt auf. Baseballhandschuh? Nee. Hä? Wo liegt denn der hier? Ach, da. Da ist nichts drin. Natürlich. Für Blumen pflücken muss man immer Zeit haben. Projekte. Jorgen und Thorstein. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. Bis Februar ist schon ausgebucht. Ach, Blackbox. In progress. Looking Glass. Glue Cannon, ABS, Apex Propulsion System, das haben wir auch schon. Das haben wir repariert. Das ist noch ein Rätsel. Recycler Charge haben wir. Q-Beam haben wir. Naja. Der Weltraumaufzug, natürlich. Den lese ich bestimmt nicht nochmal vor. Den haben wir zu Anfang schon vorgelesen. Das Rebootment. Nein, da haue ich jetzt nicht rein. Jenseits der Sterne, die inoffizielle Geschichte von Transtar. Lesen wir gleich. Jetzt gucke ich hier nochmal ein bisschen. Dr. Thorsteins Tresor haben wir keine. Und Hacker 3 haben wir noch nicht. Natürlich nicht. Aber ärgerlich. Juhu. E-Mail. Mein neuer Employer. Ach, immer diese E-Mails. Ah, okay. Das ist doch eine. Von Dayo Ikwe an Jorgen Thorstein. Dr. Thorstein, ich möchte mich persönlich bei Ihnen für den neuen Repolarer bedanken. Ich weiß, dass auch andere dafür auf der Warteliste stehen, daher war ich heute Morgen sehr angenehm überrascht, einen neuen in meinem Büro vorzufinden.
Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar und es tut mir leid, dass ich Sie noch weiter belästigen muss. Es wäre nämlich großartig, wenn Sie einen Ihrer Techniker entbehren und vorbeischicken könnten, damit mir jemand erklärt, was das Gerät eigentlich kann. Danke, Dayo Ikwe. Teil angefordert. Von Clive Lawrence an Jürgen Thorstein. Es geht mal wieder um eine Morgenanfrage. Morgen war heute im Maschinenlabor und stand einfach nur da, als wäre nicht klar, wohin es gehen sollte. Als ich meine Hilfe anbat, bat Morgen mich um weitere Operatorteile. Ich fragte, ob die letzten, die wir geschickt hatten, nicht ausreichend waren, dann kam ein verständnisloser Blick. Nichts für ungut, aber Morgen hat genug Material angefordert, um jeden Operator auf der Station fünfmal zu reparieren. Außerdem haben wir noch weitere Operator-Einheiten, die gewartet werden müssen. Clive. Naja. nein, das war der Weltraumaufzug. Und dann haben wir hier noch Jenseits der Sterne. Auszug aus Kapitel 3 des Buches Jenseits der Sterne von Samuel Rocher. Samuel Rocher oder Rocher, wer weiß, keine Ahnung. Die Entdeckung der sogenannten Rice-Feld-Theorie stellte sich als reichhaltige Quelle für eine Reihe von wissenschaftlichen Glanzleistungen heraus, die Dranster weniger als ein Jahr später ablieferte. Nehmen wir zum Beispiel die jetzt allgegenwärtigen Operator-Einheiten, die in hohem Maße von der örtlich begrenzten Levitation profitieren, die aus den Ausführungen der Theorie zur Gravitation abgeleitet wurde, von der Materie schluckenden Feldinteraktion im Inneren der Recycler bis zur künstlichen Gravitation, die dafür sorgt, dass die Stiefel sicheren Halt auf dem italienischen Marmor der Talos 1 Lobby finden, ist der immense Einfluss von Dr. Rice Theorie tatsächlich unbestreitbar. Boah, da verknotet einem die Zunge. Eieieiei. Können wir da noch irgendwo rauf? Eigentlich ja. Da wird aber bestimmt nichts liegen da oben. Achso, und Dr. Thorsteins Bild ist übrigens kaputt. So. Ja, ist die Periodentabelle. Was? Tragen? Ach, hier, Notiz. Wenn Sie den Code vergessen. Oh Mann, dafür bin ich doch zu duselig. ESEXE. Ich hoffe, der wird hier jetzt angezeigt. Nein, wird er nicht. ESEXE. S-E-X-E. Wie sah denn das nochmal aus? Nein, Daten. E-S und X. Ach so, E-S und X-E. Das ist ein Unzeichen. E-S und X-E. X-E, steht das nicht für Xenon? Ich glaube ja. Xenon ist ein Gas. Das ist da. Gut, 54. Und ES? Oh, wofür steht ein ES? Ach da, 99, 54. Na dann mal los. Zack. 99, 54. Ha. Juhu. Das nächste Rätsel gekriegt. Nächste Rätsel haben wir geknackt. Das ist sehr schön. Ach, hier gehen wir wieder raus. War hier nicht noch irgendwo eine andere Tür? Klar, da drüben. Ich muss noch kurz husten, Entschuldigung.
So, jetzt geht's weiter. Ja. Ja, 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 ja. Ach, hier oben sind wir. Mhm. Kabel, Plastikschlauch. Da können wir wieder was reparieren. Oder immer noch was reparieren. Manuelle Überbrückung. Ah, natürlich. Na ja, wundervoll. So, reparieren. Kein Alien-Material entdeckt. Und warum sollten wir den hacken? Huiuiuiuiuiuiuiui. Na, haben wir doch ganz gut überstanden. So, was liegt hier auf dem Tisch rum? Big Bang Bonbon. Mhm. Oh, wer ist denn das? Titus Cromwell. Ach, den haben wir schon mal gefunden. Den haben wir auch schon durchgelootet. Okay. Ach, dann waren wir ja schon. Ach so, ach so, ach so. So, so schaut das aus. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist sehr schön. Die Bananenschale haben wir, Zitronenschale, Entschuldigung, haben wir trotzdem übersehen. Unser synthetisches Material auch. Und das haben wir bestimmt schon alles gelesen. Oder? Augen offen halten. Thaddeus, bitte behalten Sie Franklin im Auge. Er verbirgt viel zu viel Zeit mit persönlichen Projekten und Freizeitaktivitäten. Wir sind hier natürlich alles nur Menschen, aber ich mache mir Sorgen, dass er versuchen könnte, mit dem Antriebssystem in unbefugte Bereiche vorzudringen. Dr. Thorstein. Kommt irgendwie jetzt gerade nicht bekannt vor, außerdem stehen noch Ausrufezeichen dahinter. Haben Sie den verloren? Von Gus Mackel an Thaddeus York. Sicherheit, Lebenserhaltung. Hi, Gus aus dem Frachtraum hier. Ich habe in meiner Schicht etwas Seltsames in einem der rausgehenden Container entdeckt. Ich glaube, es ist ein Fabrikatorplan für ein Geschütz. Er lag in einem Haufen alter Kondensatorzellen zur Peteas-Einrichtung verschifft werden. Die zur Peteas-Einrichtung verschifft werden. Entschuldigung, da lag gerade die Hand drauf vom Mauszeiger. War vielleicht ein Versehen, keine Ahnung. Einer der Sicherheitsmitarbeiter hat ihn in einen Tresor auf der Sicherheitsstation der Lebenserhaltung gesperrt. Sagen Sie dort Bescheid, wenn Sie ihn wieder haben wollen. Gas. Sicherheitsstation der Lebenserhaltung. Sie übernehmen. Thaddeus, Dr. Calvino fühlt sich nicht gut genug, um unseren Besuchern die neueste Looking Glass Technologie zu präsentieren. Daher muss ich das Labor für längere Zeit verlassen. In meiner Abwesenheit sollte alles weiter wie gehabt funktionieren, aber für den Fall der Fälle schicke ich Ihnen den Code für mein Büro. Er lautet 7057, Dr. Thorstein. 7057 für Thorsteins Büro. Dr. Thorstein. Und wir kamen hier ohne irgendein Zahlenkombi rein. Wir haben die Schlüsselkarte gefunden. Also gibt es vielleicht sogar drei Wege, überall reinzukommen? Kann sein. Siehst ja verschiedene Wege. So, jetzt sind wir wieder hier. Toll. Mensch, haben wir uns ja richtig weit weg bewegt. Wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Ziele. Ach ja, in unser Büro. Oh. Ein Guts. Wo ist ein Guts? Ach, da haben wir noch gar keinen Zutritt. Arboretum haben wir auch noch keinen Zutritt.
Okay, dann gehen wir erstmal zur Lobby. Von der Lobby dann weiter in die Psychotronik. Und dann vielleicht mal weiter zum Gatzen. Da kommen wir noch nicht rein. Ins Arboretum. Tja. Schauen wir mal. Dann erstmal ab zur Lobby. How to fix an operator. Start, apply impact calibration. Did it work? Yes, no. Try again. Oje, oje, oje. Aha, ansonsten mit der Rohrzange verprügeln, bis es klappt. Ich fasse es nicht, ey. Naja. So, wer bist du? Niki Tanner hatten wir schon. Was ist hier? Gesund gezaubert mit Blumenkohl. Ja, das ist jetzt mächtig spannend. Kartoffelpüree, tralala, Pizzabohnen, Reisbällchen und vieles mehr und so weiter und so fort. Ist aber für unser Fortkommen irrelevant. So. Und ich bräuchte langsam echt mal wieder einen Recycler. Toll. Tja. Ach, hier haben wir mal wieder sowas aufgesammelt. Das heißt, dass wir wieder zwei Platz haben. Aber auch nur die zwei. Haben wir sonst noch irgendwas gesammelt, was sich jetzt wieder nicht gesteckt hat? Sieht gerade ein bisschen schlecht aus, ne? Ich lasse ja ungern irgendwelche Dinge zurück, weil ich vergesse sonst bloß, wo die waren. Ansonsten... Gut, hier müssen wir nochmal zurückkommen. Das geht ja nicht anders. Ich war hier doch. Hier war ich doch schon. Warum liegt denn hier wieder alles? Nein, wieso ein Hacken? Ich wollte ihn gar nicht hacken. Oh Gott. Gut. Mach nichts, ich wollte das Ding ja tragen. Tragen. Vielleicht mal hier so hin. Zack. Fehler. Charakteranpassung benötigt. So. Einsatzbereit. Okay. Ach so, da kommen wir wieder nicht rein. Ach. Nein. Da nicht lang. Hier lang, ja. Hier waren wir auch noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Ach so. Das ist ja... Sind wir hier? Und hier wollte ich gar nicht hin.
Und noch einmal, weil es so schön ist. Wo waren denn jetzt noch mal? Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Meinst du? So. Junge, Junge, Junge. So, jawohl. Dann haben wir das auch wieder. Na, Gott sei Dank. Schlurf, 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 schlurf. Schon eine ganze Menge. Da hinten. Hallo, schön Sie zu sehen. Guten Tag. Bin so laut. Gas. Und ab zur Lobby.